Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Prüfstandsvideo aus der Halle 77. Erste Mal konnten wir Feedback lesen. Ich habe gesehen, euch gefällt es. Ihr seid glücklich, dass die Videoreihe wieder angefangen hat. Wir sind auch sehr glücklich. Es funktioniert sehr gut. Mike, im Schnitt sagst du auch, das klappt ganz gut. Ja, ne? Sehr gut, Zocker. Ja. Videos kommen super durch. Klappt alles sehr gut. Und mit dem Overlay, das haben wir ja, habt ihr ja schon im letzten Video gesehen, haben wir auch geändert, dass man das Auto zur vollen Verfügung sieht. Und ganz wichtiges Thema, heute Morgen habe ich wieder das gehabt, das ist also jetzt schon öfter. Freitags ist der Prüfstandstag und morgen steht mit 30 Jahre alten Autos, dürft ihr auf dem Hof parken. An dem Prüfstandsfreitag ist das leider etwas anders, weil wir ja den Platz für diese 8 bis 10 Autos immer hier brauchen. Und da könnt ihr nicht mit euren Oldtimern in dem Fall auf dem Hof parken. Denn der Thomas weist euch ein und sagt, wir haben an der rechten Seite noch was frei. Aber bitte nicht böse sein, wenn ihr sagt, Mensch, da steht 30 Jahre alt, ich will jetzt auf dem Hof packen. Es geht leider nicht. Habe ich heute Morgen auch wieder gehabt. Ja, tut mir leid, wir können das nicht immer verwirklichen. Frage, ist das ein Porsche? Ja, ich glaube RS2. Oh, lange keinen Kaffee mehr getrunken am Anfang. Ja, wollte ich auch nicht. Ist Schlürfen eigentlich eine Unsitte? Nee, in manchen Ländern ist das so genau das Gegenteil. Mich interessiert das. Gilt das heute noch als schlechtes Benimmregeln? Wo hast du Messer und Gabel in der Hand? Ich drehe mich so rum. Links Messer, rechts Gabel. Hier Gabel? Ja. Hier Messer? Ja. Ich habe es immer andersrum. Also ich kriege immer wieder gesagt, dass ich das tauschen muss. Und das habe ich probiert, dann wackelt aber alles. Also ich kriege da mein Schnitzel, mein Steak nicht geschnitten. Wo hast du das Messer und Gabel? Hast du die Gabel links? Ich habe Gabel links und Messer rechts. Du auch? Ja. Dann bin ich andersrum. Komm. Das ist übrigens Thomas, den ihr gerade seht, der euch immer einweist. Müssen wir eigentlich nochmal vorstellen, ne? Ja, stimmt. Weil keiner kennt Thomas und denkt sich, was macht der Mann da vorne? Aber erstmal machen wir mal so. Oh, guck mal, Wetter. Ich komme gar nicht klar. Ich im T-Shirt und du mit 4 Jacken. Nee, Guten Morgen. Sommerjacke. Komm, jetzt gehen wir erstmal zum Thomas. Den Thomas, hallo. Thomas. Dürfen wir dich einmal erstmal vorstellen? Du bist ja der Mann. Du bist echt riesig, merke ich gerade mal wieder. Du bist der Mann, der die Leute hier einweist, ne? Exakt. Und ich habe heute Morgen schon den ersten gehabt, der ein bisschen enttäuscht war, weil er mit seinem Oldtimer nicht auf dem Hof durfte, wegen Prüfstandstag. Und da musst du sie leider auch am Freitag dann draußen parken lassen, ne? Das ist halt leider so. Wir kriegen es nicht anders hier hin. Ich hätte ihn gerne mit reingezogen, blutet mir das Herz. Samstag kein Problem, immer gerne. Ja? Aber heute ist Katastrophe. Wir sind noch früh am Morgen, wir sind jetzt um 11 Uhr und gleich stehen hier auf jeden Fall 8 Autos. Danke Thomas, dass du das Ganze überhaupt hier machst, weil dich haben wir ja noch gar nicht vorgestellt. Meine Mama macht dir Bratwurst, Waffeln und Brötchen gibt es morgens und natürlich Kaffee. So, aber darum geht es heute nicht. Audi S4 ist das erste Auto. Zu wem gehört der? Da hinten, komm, dann folgen wir dir. Grüß dich, guten Morgen. Audi S4 hast du uns mitgebracht, als Limo. Ja. Erzähl uns was. Ich baue ja 98, ist Januar 99 zugelassen worden. Von der Software her Serie, an der Hardware ein bisschen was gemacht. Was heißt ein bisschen was gemacht? Downpipe, Auspuff, Schubumluftventile, bisschen andere Silikonschläuche, andere Füllfiltermatte und sowas. Und aber Software nicht angerührt? Noch nicht angerührt, nein. Deswegen bin ich spürst heute du schon eine Mehrleistung? Weiß ich nicht. Ich bin da nicht so gut drin, was das Popometer so sagt. Ne? Also er hatte auch mal ein Auto, das hatte 300 PS. Mit dem konnte ich sehr gut mithalten. Also ich glaube, also ich hoffe, er hat Serienleistung. Aber so wie sich es anfühlt, hat er, glaube ich, ein bisschen mehr. 265 PS haben die Serie. Ja, ja. Nogaro Blau? Ja. Jetzt kann ich wieder was einblenden. Grüß dich, Mike. Ein Nogaro Blauen S4 hatte ich genau so. Ab wann war das Facelift, wo Scheinwerfer und Blinker getrennt war? Das konnte man umbauen. 2000, es ist umgebaut. Bei meinem war es nämlich auch umgebaut, weil ich weiß, du siehst eine Einheit als Scheinwerfer und ich musste es bei meinem auch umbauen. Ich habe bei mir umgebaut auf RS4-Technik, sprich Turbolader, Abgasanlage etc. War nie auf dem Prüfstand, aber ich glaube, er hatte damals vermutlich so um die 380 PS. Serie habe ich so ein Auto noch nie hier gemessen. Ja. 265 muss er haben, ne? Und du sagst, geht ein Stück nach oben. Hoffentlich. Gucken wir. Eins muss ich sagen, soundmäßig finde ich fast einen Ticken geiler wie ein Fünfzylinder. Echt? Ja, klingt unter Last mit einer Sportauspuffanlage mit Ladedruck. Das klingt schon geil. Ja. Und wir haben gehört, Software-Serie. Wir schnallen den fest und dann kommst du ab ins Auto, dann geht's los. Erinnert mich wirklich an meinen damals. Ich bin den gerne gefahren. So normale A4 B5s kriegt man ja relativ günstig, richtig? Ein A4 B5 bekommst du relativ günstig, ja. Und so einer? Ich meine mich zu erinnern, um die 10. Okay. Aber ich glaube, das ist dann auch nichts Besonderes bei 10. Und wenn du richtig gute haben willst,
kosten die deutlich mehr. Wir haben das jetzt schon oft bei Allradfahrzeugen, dass wir das hatten, dass das Auto eher auch wirklich eine hohe Geschwindigkeit aufnehmen musste. Das ist teilweise so wie jetzt hier, dann echt das Auto sich schwer getan hat. Aber so prüfen wir am besten die Leistung. Ich entscheide mich jetzt für den Fünfgang. Wir werden es merken, ob es ihm zu schwer fällt. Was sagst du zu dem Auto? Sehr schön. Farbe. Farbe ist geil, ne? Genau. Was wäre dir lieber, Kombi oder Limo? In dem Fall Limo. Mir auch. Ich hatte ein Kombi. Wenn du mich heute fragen würdest, würde ich auch eine Limo bevorzugen. Hier haben wir ja eine Ladedruckanzeige. Ich bin mal gespannt, was ein Auto serienmäßig an Ladedruck macht. Wir sind jetzt im fünften Gang bei 1000 Drehungen und geben Vollgas. So, und die Lader müssten relativ früh loslegen. Wir sind jetzt bei gleich 2000 Drehungen. Guck mal, da habe ich schon 0,5. Knapp 0,9. Das ist ein sehr langer Gang, das wird ihm schwer fallen. Merkst du, was ich meine mit einem langen Gang? Das ist wirklich eine Quälerei für den Motor. Und ihr merkt, wie schwer sich ein 2,7 Liter Biturbo hier schon auf dem Prüfstand tut. Übrigens, soll ich euch das verraten? Ihr habt den Werkstatt Alltag an dieses Auto gesehen. Das hatte richtig Fofo hier. Ich habe mein Plate gestern hier auf den Prüfstand gestellt. Instagram-Leute und Facebook haben es gesehen. Du hast es auch gesehen, ne? Ja. Also ich kann euch eins sagen. Mit einem Akku von 48% geladen, also er war nicht mal halb voll, hat er mal eben 800 PS Radleistung hier hingestampft. Auf den Plate-Modus, nicht mal auf Drag-Strip-Modus, wo er die volle Leistung abgibt. Werden wir dann ins Video bauen. Aber noch ist er nicht so weit, wo ich sage, wir machen das Video nur noch nicht weiter, weil ich warte noch auf Felgen und dann geht das Video weiter. So, direkt in die nächste Messung von außen. Ich sehe im zweiten Lauf, trotz dass ich einen Lüfter mehr angemacht habe, die blaue Linie weniger Leistung. Klar, weil Ansaugluft wärmer wird. Wir nehmen natürlich den roten Lauf mit mehr Leistung, weil er da auch kühlere Ansaugluft hatte vermutlich. Hier war so ein Einbruch, den er bei beiden Läufen hatte. Aber 265 PS soll er Serie haben, Micha. Software ist Serie. Er hat 283 PS und 437 Newtonmeter. Sehr gut. Also Hardware-Umbau hat hier in dem Falle doch was gebracht. Du wirkst sehr aufgeregt. Ja, bin ich auch. Was denkst du? Ja, sieht nicht so gerade aus, die Linie. Er hat einen kleinen Einbruch. Ja. Aber den merkst du nicht, weil ich habe ihn jetzt auch im fünften Gang gequält. Und du merkst, er tut sich auch im Prüfstand, das dauert schon lange, so eine Messung. Ne? Das ist wie, ich behaupte mal, wie wenn du auf der Straße fährst. Da dreht der fünfte ja auch nicht so schnell raus, sondern du brauchst eine lange, lange Zeit dafür, um die Geschwindigkeit zu erreichen. Aber 265 PS soll er haben. Ja. Du hast viele Hardware-Umbauten gemacht, aber die Software nicht angepasst. Deswegen hält die Software natürlich die Leistung noch zurück. Ja. Aber trotz alledem schafft es nicht auf Serienleistung zurückzuhalten, sondern du hast mehr. Ja. Und du hast fast 285 PS und 440 Newtonmeter knapp. Finde ich sehr, sehr gut. Sehr gut, ja. Und wenn du da Software machst, bin ich mir ziemlich sicher, bist du relativ schnell bei 320, 330 PS, könnte ich mir vorstellen, kommen dann bei raus. Ladeluftkühler noch Serie? Ja. Das ist das Einzige, wo ich vielleicht gucken würde, dass du da, wenn dann immer Geld in Hand nehmen hast, weil du sagst, an dem Auto ist alles teuer. Mhm. Ladeluftkühler würde ich auf jeden Fall machen, weil vom ersten zum zweiten Lauf, obwohl du einen Lüfter mehr noch dazugeschaltet hast, ist schon die Leistung runtergegangen. Und ich kann mir vorstellen, dass das Ansaugluft ist, die dann warm wird. Gut. Sehr gut. Danke fürs Kommen. Dankeschön. Ja, hier sehen wir Tuning der 90er. Guck mal auf die Tür speziell. Oh, auch LED-Beleuchtung. Früher ist das LED-Beleuchtung, heute heißt das RGB, oder nicht? RGB ist nur rot, also das bedeutet, dass du verschiedene Farben auswählen kannst. Ah. Das ist LED-RGB. Calibra haben wir ja glaube ich schon öfter mal gehabt, ne? Ja. Ich habe auch gesagt, auf diesem Prüfstand machen wir natürlich auch Calibras. Also alle Autos machen wir. Erzähl ein bisschen was. Also das Auto habe ich vor 5 Jahren im von einer Scheune abgekauft von einem. Dann original hatte der C20 NE Motor drin gehabt. Den 115 PS. 115 PS und den habe ich jetzt umgebaut auf C20 XE 150 PS vor letztes Jahr. Hast du das Auto komplett Serie gekauft oder war es schon irgendwie umgebaut? So wie es jetzt umgebaut war, so habe ich ihn gekauft gehabt. Jetzt wird halt alles nach und nach wie Lackierung auch gemacht.
Hast du den damals für einen guten Preis geschossen, oder? Den habe ich für 600 Euro gekauft. Okay, das ist doch super, ne? Ja. Wie viel hast du schon reingesteckt? Denkst du, du bist mit den Kosten noch im grünen Bereich? 5000 bin ich jetzt circa. Ui, das ist schon viel Geld. Aber viel im Motor geflossen? Motor, Innenraum, Unterboden habe ich noch ein bisschen was gemacht. Beleuchtung oder Rost? Rost. Okay, hätte ja bald sagen. Wir haben gerade noch gehört, du hast eine Neonbeleuchtung drin. Die kannst du aber nicht farblich ändern, sondern ist eine Farbe. Dann ist es eine Neonbeleuchtung. Habe ich es korrekt? Du sagst, RGB ist, dann kann man Farben RGB wechseln. RGB ist, dass du Farben ändern kannst. Dann sehe ich, der hatte mal oder hat eine abnehmbare Anhängerkupplung. Ja, Hand die war vom Vorbesitz da dran. Die kommt aber wieder weg. Hast du sie schon mal benutzt? Noch nie. Beim Corrado hatten wir auch eine drunter. Habe ich auch nicht verstanden, warum man an Calibra oder Corrado eine Anhängerkupplung montiert. 150 PS Motor, sagst du. Denkst du, der schiebt? Ich hoffe es doch. Der Motorumbau, hat der sich gelohnt, wo du sagst, das merkst du deutlich? Man merkt den Unterschied zwischen 116 und 150 PS, auf jeden Fall. Dann bin ich mal gespannt. Ich weiß, wenn die Serie sind, haben die auch so zwischen 147 und 155 PS liegen die alle. Okay. Dann wird deiner wohl auch da liegen. Schauen wir. Fühlst du dich eingeengt? Ja. Warum? Die Sitze sind sehr... Ja, die Sitze sind wirklich eigartig. Boah, ich gucke dann auch. Ich wusste, jetzt sitzt ja nach hinten, Mann. Man sitzt ja weit nach hinten gelehnt, ne? Hier gibt es auch viel zu entdecken in dem Auto irgendwie, ne? Ja, hinter Fahrersitz habe ich gesehen, einiges an Werkzeug zu entdecken. Ja, ich sag ja, ich behaupte, hast ja gerade den Preis gehört, es war so umgebaut, aber für das Geld, gut. Hat aber schon viel reingesteckt auch, ne? Ja, 5000 Euro ist schon eine Stange Geld, ne? Das ist jetzt, kannst du nicht mal eben so machen. Würdest du, wenn du die Wahl hättest, Calibra oder... Corrado? Ja. Habe ich schon mal gefragt, ne? Kommt immer auf die Farbe an. Welche Farbe müsste Calibra für dich haben? Das sehe ich auch so. Welche Farbe müsste ein Corrado haben? Das kann blau sein, weiß auch cool, schwarz finde ich auch cool. Weiß ist sehr selten beim Calibra. Beim Corrado, glaube ich. Habe ich auch schon mal. Ja, weiß ich, kann mich dran erinnern. Ja, 16V, haben wir ja schon öfter mal gemessen, ne? Und leistungstechnisch eigentlich in Ordnung. Ich glaube, man kriegt die auch nicht. Auf Deutsch gesagt, kaputt getunt kriegt man die Motoren, glaube ich, nicht. Ich müsste mal an Giuliano seinen Kadett denken, der hat mehr Ölverbrauch wie Kraftstoffverbrauch, sagt er selber, und hat trotzdem seine Leistung. Ich finde den Sound halt so geil. Jeder Opel-Fahrer erkennt das, wette ich drauf. Ich würde dem jungen Mann das gönnen, wenn der Wagen richtig über Serienleistung macht. Das würde mich so richtig freuen. Weil ihr müsst euch vorstellen, nicht jeder hat jetzt Geld, sich einen perfekten Calibra zu kaufen. Man muss auch mal Abstriche machen, sagen, so, ich fange jetzt mit dem Motor an, mit dem Rostbekämpfung von unten drunter und dann geht es in die Optik und Lackierung, weil das habe ich schon gesehen, lackmäßig ist der am Ende, wie man so schön sagen würde. Deswegen, auch da seht ihr, macht euch keine Gedanken, hier Autos auf den Prüfstand zu zeigen, wenn die so aussehen, ihr macht euch damit nicht lächerlich, sondern ihr zeigt einfach die wahren Geschichten, wie sie da draußen wirklich sind, weil nicht jeder fährt ein Show- und Scheinauto und kann sich das gar leisten. Soll ich dir ein bisschen Lichter machen? Oh, da ist auch, das ist RGB. Das gefällt mir. Ja, und das habe ich mir gedacht. Dir wird das auch gefallen? Ah, kommt drauf an. Zu Hause ja, im Auto nicht. So, vierte Gang ist drin. Wie hoch können wir drehen, Micha? Boah, bis 7, bis 6. Ich drücke. Oh. Da hat aber keine Lust drauf, Volker. Das hast du gemerkt. Hier sehe ich jetzt zum Beispiel, das habt ihr noch nicht gesehen, hier muss ich die Drehzahl auf jeden Fall deutlich anpassen. Wir haben auf dem Drehzahlmesser bis knapp 7 gedreht und laut der Tabelle seht ihr, oh, da sind wir noch bei 6,3, 6,4. Das heißt, jetzt müssen wir unser Drehzahlband verstellen. Das zeige ich euch jetzt mal, weil jetzt sagt ihr, ja, daher kommen die ganzen Leistungsunterschiede. Achtet jetzt mal auf die PS-Zahl. Weil die wird sich nämlich nicht groß verändern, vielleicht hinter den Komma eine Zahl. Das Drehmoment verändert sich nur. Ich sag euch, der hat jetzt mehr Drehmoment und wir nehmen ihn jetzt Drehmoment weg. Das gucken wir uns jetzt einfach gemeinsam noch an. So, wir haben 163 PS und bis 6,6 haben wir gedreht und 210 Newtonmeter. Das ist aber zu viel, weil wir haben ja bis knapp 7 gedreht. Das heißt, wir müssen unsere Tabelle jetzt anpassen auf die knapp 7000 Umdrehungen. Jetzt guckt, was mit dem Drehmoment passiert und guckt mal, was mit der Leistung passiert. Da verändert sich nämlich nichts groß. So, 6,9 würde ich sagen, waren das. 55,8 müssen wir uns jetzt merken. Das stelle ich für den nächsten Test ein und nun seht ihr das ganz von außen. Guck mal, beide Läufe identisch. Wir nehmen aber den blauen Lauf, weil der sauberer ist. Guck mal, Leistung gut und Drehmoment stark. Für einen 2-Liter-Motor, Sauger, wird er sich freuen.
Ich möchte auch nochmal den Jan seine Arbeit sehr, sehr würdigen, weil, guck mal, du musst jetzt an den Gurt, unterm Auto. Ich weiß nicht, wie er das, keine Ahnung, wie er das macht, aber er schnallt ihn jetzt irgendwie ab. Und guck mal, ich mach zumindest mal die Auflösung fürs Abschneiden, weil da habe ich so viel Freiheit, dass ich irgendwie da hinkomme. Und ich habe das mal gesehen, wenn ich das versuche, wenn der Julian, der auf jeden Fall schlanker ist als ich, und der Patrick, wir kriegen das nicht gebacken. Ich glaube, das ist auch ein Job, den du mittlerweile aus dem FF kannst. Ne? Ich sag mal so, gerade durch den neuen Prüfstand mache ich, glaube ich, so viele Prüfstandsläufe wie nie zuvor. Man überlegt sich dann schon, wie es einfacher geht. Weil was früher unser Vorteil war, dass wir diese Rampe hoch waren und vorne super anschneiden konnten, ist jetzt Katastrophe geworden. So muss man es einfach formulieren. Hinten ist dafür super. Das stimmt. Und der Jan macht ja alle Prüfstandsläufe in der Woche, wenn ihr da einen Termin habt. Alle. Und eins kann ich euch garantieren, die neuen Autos, also die Fahrer von den Autos, den neuen Autos, das habt ihr schon gemerkt, ich kriege das gar nicht auf die Kette. Und Jan weiß mittlerweile, wie alles geht, wie welcher Automatikmodus. Ich habe da keinen blassen Schimmer. So, jetzt gehen wir aber zum Besitzer, wieder viel zu viel gelabert. Was denkst du, klang gut? Nicht wirklich. Nein? Warum klang das nicht gut? Da, wo er so rausgeraucht hat und wegen, wo er dann das gesteuert hat. Rauchrauchen ist natürlich, er hustet sein halbes Leben da hinten raus. Weißt du, ob der Motor Seriennockenwellen und sowas hat? Also, wie ich es vom Vorbesitzer mitbekommen habe, wo der Motor vorher drin war, soll eine scharfe Nocke drin sein, dann der Fächerkrümmer und angeblich Steuergerät optimiert sein. Glaube ich auch. Weil du hast 163 PS und das nur im oberen Drehzahlbereich und hast 200 Newtonmeter und das auch erst bei knapp 6000 Umdrehungen. Deswegen glaube ich, dass da eine andere Nockenwelle drin ist, oder Nockenwellen in dem Falle, und was angepasst wurde. Also 163 PS ist doch geil, oder? Ja, das ist geil. Das freut mich. Und wie gesagt, ich habe es auch gerade noch mal im Video gesagt, ihr braucht euch nicht in dem Falle schämen zu sagen, boah, mein Kaliber, der sieht nicht so schön aus, oder mein Auto generell sieht nicht so schön aus, weil nicht jeder kann Geld auf den Haufen werfen oder auf den Haufen. Ihr wisst schon, was ich meine, machen. Deshalb fängst du vorne an, hast gesagt Unterboden, Maschine und jetzt geht's an Lackball, ne? Genau. Ja, so finde ich es gut. Woher kommst du? Aus in der Nähe von Offenburg. Wie viele Kilometer bist du jetzt hergefahren? Knapp 500. Ihr seid wahnsinnig. Ich danke dir fürs Kommen. Ich hoffe, du hast hier noch viel Spaß und komm gut wieder heim. Danke. Ja, BMW Z1. Hatten wir noch nie auf Prüfstand, glaube ich, oder? Ich meine, wir hätten mal einen gehabt. Ich weiß es aber nicht mehr. Aber ist schon sehr, sehr selten mit diesen Türen. Mhm. So, das sieht schon sexy aus. Ich hatte eine richtig dumme Frage gerade gestellt. Erstmal frage ich mich, wie steigt man hier gut aus? Kann man sich hier dran festhalten? Ich komme sogar so raus. Geht. Sehr gut. Wie mache ich die Tür zu? Weiß ich nicht. Da siehst du, genau, ich habe mich auch gefragt. Dann mir gesagt, wie man eine Tür zumacht. Wie würdest du sie jetzt zumachen? Ich würde sie hochziehen. Nee, das machst du nicht. Das ist schon verrückt, ne? Das ist wirklich verrückt. Und ich glaube, die Autos sind ja mittlerweile auch. Ich meine, ich hätte ein H-Kennzeichen gesehen, 30 Jahre alte Technik. Aber wir fragen mal den Besitzer, der kann uns garantiert mehr erzählen. Dann erzähl uns mal was zu einem wunderschönen Auto. Gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Ist ein Lorenz-Umbau, also ausgeliefert worden, direkt schon mit 2,7 Litern. Sperrdiff, diese komischen Felgen drauf, habe ich mir zu Weihnachten geschenkt, sprich Ende Dezember abgeholt bei dem Erstbesitzer. Läuft prima, einmal Rundumcheck gemacht, Zahnriemen etc. pp. Und jetzt wird es mal interessant zu sehen, wie viel Leistung der hat. Du hast ein gutes Thema angeschlossen. 2,7 Liter Hubraum haben die. Ich weiß, was um die 200 PS sollen die, glaube ich, haben, ne? Der ist eingetragen mit 204 PS, was zufälligerweise 20% mehr als die Serien 170 PS sind. Was er jetzt wirklich hat, weiß ich nicht. Lorenz hat die seinerzeit beworben mit 210 PS. Von daher lassen wir uns überraschen. Fühlt er sich stark an? Den Boxster, den ich neulich versägt habe, der hat ziemlich doof geguckt. Okay. Die Technik, die das Auto hat, so mit den Türen auf und zu, weißt du, ob das schon als anfällig gilt? Weil das ist ja mittlerweile auch in die Jahre gekommen, ist 30 Jahre alt. Das ist weniger das Problem. Das Problem sind eher die Ersatzteile bei dem Auto. Du kriegst zum Beispiel jetzt keine Schlösser mehr. Ich habe vorne die Radlager getauscht, E30, war gar kein Problem, 64 Euro ein Stück. Mhm. Machst du eine Rückleuchte kaputt, bist du mit 840 Euro dabei. Boah, krass. Ja, ist der, weil das der speziell ist. Aber die Grundplattform basiert auf E30 oder E36? E30. Ich hätte jetzt schon mal zum Beispiel E36 gesagt, nee. Von der Rückleuchte ja so ein bisschen. Ja, 89 bis 91 sind die ja gebaut worden und dementsprechend E30. Wie viel gab es davon, weißt du das? 8000 Stück. Wahnsinn. Selten gesehen. Aber ich glaube, auf dem Prüfstand bei uns noch gar nicht gesehen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, doch, einer war, glaube ich, mal da. Ah, doch. Vor ein oder zwei Jahren. Ja, und aber war, glaube ich, kein Umbau. In dem Fall haben wir ja einen Umbau. Ja, ich bin gespannt. Alter 12-Ventiler-Motor müsste es dann ja sein, 6-Zylinder.
200 PS soll er eingetragen haben. Die gucken wir, ob die da sind. Ja, ich bin bereit. Das sieht so falsch aus. Das sieht wirklich, weil ich glaube, das war das Markenzeichen dieses Autos. Wir lassen die Türen auch auf, oder sollen wir zumachen? Nee, lassen wir auf. Ist das Feeling krasser, ne? Wie macht man hier von innen zu? Ich denke... Ah, zieh mal einmal an dem Hebel, haben wir es doch ein bisschen leiser vielleicht. Ja. Armaturen sind schön. Ich hätte jetzt gesagt, so vom Innenraum her wirkt das so ein bisschen wie E36. Also hier so ein Schalterknöpfe. Das erinnert mich so ein bisschen an E36. Ich hätte nicht gedacht, dass das E30 ist. Aber wie gesagt, so ein Auto sieht man auch nicht so oft. Und ich glaube, vielleicht kann der Mike mal eben mobile aufmachen. Mich würde mal interessieren, wo beginnt so ein Z1? Was kostet aktuell ein Z1? 40, 50? Ich glaube, die kosten mehr. Noch mehr? Ja. Der Besitzer hat mir schon gesagt, dass wir die Temperaturanzeige nicht über den einen Strich bekommen. Das heißt also, er hat jetzt Betriebstemperatur. Ja, Tacho-Drehzahlmesser siehst du. Wir beginnen die Messung wie immer. Niedrige Drehzahl, schalt alle Gänge durch. Das fühlt sich gut an. So, vierte Gang ist drin. Beginnen bei niedriger Drehzahl und ich vermute, dass der untenrum relativ zäh ist. Und nee, fühlt sich gut an. Also fühlt sich gut an. Ich glaube, wenn ich so ein Auto hätte, ich würde mit offenen Türen fahren. Ich weiß gar nicht, darf man das? Darf man mit offener Tür fahren? Gibt es da ein Gesetz? Steht das in den Papieren eingetragen? Das weiß ich nicht. Du hattest ja mal so ein Suzuki Samurai, kannst du dich erinnern? Ja. Da musste man, glaube ich, eine Kette vorziehen. Ja, untenrum haben wir immer noch einen Schutz, wenn die Tür versenkt ist. Lass mich mal interessieren, ob das hier in den Papieren eingetragen ist. So, erste Messung voll starten. Jetzt gehen wir direkt in die zweite. Leistungsmäßig sieht es aber nicht so rosig aus. Ihr seht noch beide Läufe. Der blaue Lauf sieht aber schöner aus. 170 PS hat der Motor ja serienmäßig, der 2,5er. Das ist ja 2,7 Liter und soll 200 PS haben. Davon sind wir leider ein bisschen weit weg, aber Drehmoment ist gut. 250 Newtonmeter, 184 PS. Diese Leistung würde ich mir zum Beispiel wünschen für unseren E21-Umbau, für das Bauer Cabrio. Ja. Dafür wäre der geil. Was schätzt du, was er an Leistung hat? Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Wärst du mit 185 PS zufrieden? Wenig. Ja, sind 184 und 251 Newtonmeter. Aha. Beide Läufe waren identisch. Warum die jetzt so eine Streu nach unten haben? Ich weiß ja, dass die älteren Motoren, also die ganz älteren Motoren, immer so leicht nach unten streuen. Aber der hat jetzt halt schon, wenn die 210 PS angeben, habe ich gerade im Katalog in dem Blatt gesehen, da ist schon 25 PS drunter. Ne? Ja, sonst muss ich nochmal bei den Steuerzeiten kontrollieren. Der hat jetzt gerade noch neuen Zahnriemen gekriegt. Oder Nockenwelle eingelaufen, habe ich aufgelegt. Ich weiß nicht, ob das bei dem auch ist. Der wird vielleicht eine andere Nockenwelle haben, dass der Nocken vielleicht leicht eingelaufen ist. Da war ich noch gar nicht bei. Also aber ansonsten echt tolles Auto mit den Türen. Darf man mit den Türen offen fahren? Ist extra im Fahrzeugschein eingetragen, dass man mit Türen unten fahren darf. Ja geil, dann haben wir die Frage nämlich auch geklärt. Danke dir fürs Kommen und danke. Viel Spaß und gute Heimfahrt noch. Das ist der heilige Gral. Selbst ich, der jetzt nicht der Hyper-Golf-Fan ist, sag euch, Golf 1 GTI oder Golf 4 R32, abgesehen von dem Wert, bitte nicht den Wert von dem Auto nehmen, sondern das Feeling. Wird mir schwerfallen. Wird mir verdammt schwerfallen. Und ein Rallye-Golf? Oh, ich glaube, durch den Golf 4 direkt, der fällt mir die Entscheidung leichter. Echt? Ja, Rallye 16 VG60, obwohl... Aber Golf 4 R32 ist das Hyperauto meiner Meinung nach. Also diese Preisentwicklung dieses Autos ist gigantisch gewesen. Der erste Golf, aber mit 6-Zylinder und Allradantrieb. Und 200, meine 38, 39 PS. Und hier haben wir sogar ein selteneres Modell, soweit ich weiß, mit DSG-Getriebe. In einem 4er Golf. So ein Auto würde ich gerne, ich weiß gar nicht, sind noch Originalfelgen drauf? Ja. Gefällt dir das, Michael? Ja, auf jeden Fall. Sehr schönes Auto. Auch Farbe trifft alles perfekt. In Rot sieht der auch Bombe aus. Ich weiß gar nicht. Den gab es doch in gar nicht so vielen Farben. Ich erzähl uns was zu deinem Auto. Österreichischer Golf R32 aus Händlerhand. Komplett Scheckheft gepflegt. 80.000 Kilometer hat er jetzt dann auf dem Heimweg runter. Es war ein Sechser im Lotto für mich. Wie lange hast du den jetzt? Eineinhalb Jahre ungefähr.
Darf man fragen, was der gekostet hat? Was denkst du? Ich habe den Markt nicht genau im Kopf, aber ich glaube, groß unter 20 spielt sich da nichts mehr ab. Ne? Für 20, da rechnest du 100.000, 200.000 Kilometer mehr drauf. 32, ja. 32.000 Euro für einen Golf. Neupreis, ja. Hat der das neu gekostet? Weißt du das? 33,8. Die Bestellung habe ich dabei, ja. Die Bestellung hast du dabei bekommen? Nee, die habe ich bei mir daheim. Aber die, aber ja, die hast du dabei bekommen bei dem Auto damals. Ja. Und dir war bewusst, dass du den Neupreis des Autos bezahlst, ne? Ich bin da also schon länger auf der Suche gewesen und ich kenne das noch aus meiner Jugend, wo ich gerade 18 war. Da gab es die halt alle Turbo umgebaut und hast du nicht gesehen, da gab es die um die 10.000 Euro. Und ich wollte gerade sagen, die waren mal günstiger. Ich kann mich mal daran erinnern, ich habe mir selbst mal angeguckt, der war silber, nicht in einem perfekten Zustand, aber ich glaube, er wollte 12 haben. Und ich habe damals nee gesagt, das ist noch viel zu teuer. Und heute denkst du dir, was hast du getan? Das ist wirklich in dem Fall echt der Übergolf, ne? Hat man ja, so gesagt. Damals auf jeden Fall. Wenn du die Wahl hättest, bist du generell Golffan oder sagst überhaupt du... Überhaupt nicht. Also du bist gar kein Golffan? Nee. Dann bräuchte die Frage nicht stellen, warum? Ob Golf 1 oder ob den Auto, dann wäre es dir sehr egal. Ich hatte auch mal einen Golf 2. Aber ich hatte sogar einen geilen Golf 1 GTI als Pirelli von mir aus, als wirklich ein Sondermodell. Oder das wäre schwer. Es ist wirklich schwer, habe ich auch gedacht. Schwer. Aber ich glaube, die Emotionen und vor allem das Feedback von den Leuten, das ist, ich hatte mal einen C63. Mir hat das Auto mehr gegeben von den Emotionen her als die C-Klasse. Das glaube ich. Du hast es aber gerade schon gesagt, 239, 38 PS soll er haben, ne? 241, ja. 241. Denkst du, er hat das? Ich bin froh, wenn er 230 hat. Ich sag, der hat volle Leistung. Okay, ich sag, bin der gespannt. Ich auch. Jetzt haben wir Preise gehört. Ist man dann ganz schön still auf einmal, ne? Überleg mal, man weiß, dass man hier den Neupreis bezahlt. Das ist verrückt. Es gibt aber auch nichts mehr, ne? Allein, wenn du auf das Gas trittst. Und das ist Serie so ausgeliefert worden. Das könnte Sportausfluss sein. Aber DSG-Getriebe war halt super selten in dem Auto. Meistens waren 6-Gang-Handschalter. Ich sehe hier oben am Lenkrad Schaltwippen. Erstmal mache ich hoffe, er hat blau-grüne Beleuchtung am Tacho. Ah, natürlich. Er hat blau-rot, meine ich. Typisch Golf 4 halt. Boah, guck mal auf Kilometerstand. 79.000 Kilometer. Aber auch 32.000 Euro, ne? Aber das finde ich schön, weil so ein Auto steht dann nicht in irgendwelchen Sammlerhallen oder so wie in Halle 77 in irgendwelchen Hallen, sondern es wird gefahren. So, jetzt bin ich echt gespannt. Rüber in die manuelle Gasse. Wir können jetzt hier mit den Pedals kann ich hochschalten und danach muss ich natürlich die Hand zum Schalthebel wählen. So, fünfte Gang haben wir gesagt. Vierte Gang. Fünfte Gang ist drin. Ist bereit? Ja. Vollgas. Er schaltet auch nicht runter, das ist geil. Ich glaube von außen die Leute, na doch, ich sehe viel Grinsen. Also draußen sind viele fröhliche Gesichter, weil soundmäßig klingt das wahrscheinlich Endstufe. Auch hier merkt man, er tut sich ein bisschen schwer. Aber wenn ihr so ein Auto auf der Autobahn bei dem Tempo fahrt, da schnallt der Tacho ja auch nicht hoch. Wir haben hier keine 1000 PS. Also das müssten ungefähr Straßenverhältnisse sein, ohne den Windwiderstand. Ja. Bin mal auf den Außenlauf jetzt gespannt. Der wird geil klingen. Und den seht ihr jetzt. Der zweite Lauf ist noch mal ein Ticken stärker, Dreh- und auch ein Stück stärker. Das mache ich jetzt erstmal sichtbarer. Also aber guck mal, Leistung. So, jetzt gibt es dann die ersten Streitereien, wo Leute sagen, ja, du misst den auf DIN. Wenn wir jetzt hier mal auf unsere Norm gehen und würden den nach EWG korrigieren, hätten wir immer noch 248 PS und 312 Newtonmeter. Und wir drucken diesen jetzt hier, weil es auch ein recht modernerer Youngtimer ist, diesen hier auf EWG schon aus. Das ist halt die 100% offizielle Messmethode. Mich oder uns, wir machen so, wie wir es richtig halten. Beim älteren Auto bleibe ich immer noch bei DIN und hier nehmen wir das EWG und trotzdem hat er mehr Leistung, als er eigentlich haben soll. Aber diese leichte Zickzacklinien, die ihr seht, ist nicht weiter dramatisch, würde ich mir überhaupt keine Gedanken zu machen. Das sind so ganz, ganz kleine Regler, weil dieser Prüfstand, kann man auch sagen, der glättet nicht. Es gibt Prüfstände, die glätten jetzt, die Kurven machen die einfach gerade. In dem Falle wird das nicht geglättet. Das könnte sogar ein Höhenschlag vom Reifen sein, den wir jetzt sehen. Aber mit dem tollen Ergebnis gehen wir zum Besitzer.
Meine erste Frage ist, Ausverlag ist noch nicht Serie, ne? Nein. Das haben wir schon gehört. Ah, saumäßig schon Erlebnis, ne? Edel 01, ja. Das gab damals Edel 01, F-Town. F-Town gibt es gar nicht mehr, Edel 01 fertig noch. Das sind so die damals gewesenen Abgasanlagen, die eigentlich das Nonplus Ultra waren, ja. Boah, das klingt schweinegeil. Ja, ich hab's nicht gedacht, dass es so laut ist. Also ich sitze ja meistens drin. Okay, und man hört sich auch selten über die Autobahn fahren, ne? Ja. Das muss man ja ganz klar sagen, weil das ist jetzt fünfte Gang gewesen und ja, der Widerstand wie auf einer Straße, also so wird sich das über die Autobahn an, wenn du im fünften voll durchziehst. Gut, beruhigend. Leistungsmäßig kannst du von hier aus, glaube ich, nicht so gut erkennen. Ich habe nicht geguckt, ich habe mich gerade gut unterhalten. Das freut mich. Was denkst du? 230, 235 wäre ich vollkommen fein. Wir haben das Thema mit der DIN-Norm-Korrigierung und EWG. Ich habe den jetzt nach EWG korrigiert und du hast trotz alledem 248 PS und 312 Newtonmeter. Also volle Serienleistung wird da vorhanden sein. Wahnsinn. Und diese ganz leichten Zappler, die du hier in dem Diagramm siehst, das sind sowas, das könnte Höhenschlag sein, weil dieser Prüfstand glättet nicht. Würde ich mir null Gedanken zu machen, das Auto läuft gigantisch. Und mir war es eigentlich klar, dass diese Autos ihre Leistung haben. Weil das lassen die sich, habe ich glaube ich damals das Gefühl, nicht nachsagen bei VW, dass das Ding 20, 30 PS weniger hat als Serie. Ja, ich dachte eher, weil er halt die Laufleistung hat auf die 20 Jahre und der Stand fiel, dass ich dachte, okay, dass er vielleicht da irgendwie ein bisschen dann, wird er erstmal ein bisschen eingefahren werden muss, aber... Das haben wir jetzt gerade gemacht. Ja, perfekt. Ich danke dir fürs Kommen mit dem wunderschönen Auto dir und komm gut damit nach Hause. Mach mal, danke. Ciao. Was habe ich hier angenommen? Mercedes. Ja, jetzt fragt euch, warum denn 210er, 100, nichts Besonderes. Ich habe ja gesagt, ich möchte eine Vielfalt reinbringen. Nicht nur Powerbüchsen raussuchen, sondern Autos, die wir noch nicht auf dem Push hatten. Und ich bin mir ganz sicher, ein 210er Mercedes als 230er haben wir hier, kann ich mich nicht dran erinnern. Handgerissen, Avantgarde-Ausstattung, höchste Ausstattungsvariante, wenn mich nicht alles täuscht, bei der Modellreihe. Das heißt hier, ich glaube, Zebano, Ohren, Augen, nett, Holzer, wie das heißt. Was? Ohren, Augen, ne, wie hieß das denn? Ahorn, Vogelkopf? Ich weiß es nicht. Irgend so ein Zeug ist das. Okay. Was ist bei so einer E-Klasse das Problem? Weißt du das? Rost? Genau. Irgendwie oben an den Türen rosten die, weil irgendwas mit dem Lack doof war. Aber diese Autos siehst du selten. Wann sieht man sowas auf dem Prüfstand? Ach, gar nicht. Warum fährt man sowas auf dem Prüfstand? Eben. Genau, warum? Gibt ja eigentlich keinen Sinn. Wobei ich mir sicher bin, wenn es ein 230er ist, dann ist es ein M111 Motor mit 150 PS. Und wir haben ja den M111K, da ist da nur noch ein Kompressor dran. Und wir fragen mal den Besitzer, ob er weiß, was er hier hat. Hallo? Für dich. Krass, wo hast du das her? Das liegt bei mir 30 Jahre in der Garage. Da ist nur ein bisschen Patina dran bei dem einen Falte. Ey, danke fürs Mitbringen. Häng das auf und mach das mal im Video. Du bist jetzt gerade mitten im Video. Ach so, du Schande. Danke für das Mitbringen. Das ist auch selten, glaube ich. Ne? Also, ich glaube, das gibt es nicht mehr. Das glaube ich auch. Danke fürs Mitbringen. Wirst du den nächsten sehen? Und auch im Video. Jo. Oh Gott. Ja, das ist echt unfassbar. Mercedes E-Klasse. Ja, wir. Komm zu uns. Du hast einen 230er 210er uns mitgebracht, ne? Genau. Der ist eigentlich gekauft worden, weil meine Tochter gerne einen Mercedes hätte. Sie heißt Mercedes. Und als erstes Auto. Und der hat zufällig am gleichen Tag wie meine Tochter Geburtstag. Also ehrlich? Der wird 30, wenn sie 18 wird. Und das war schon so das Besonderste daran. Wir haben den gekauft von einem Bekannten. Der war leider von einem Jugendlichen umgestylt worden auf Luden Sportkarre mit 18 Zoll, die gar nicht eingetragen waren. Und einem dicken Auspuff, der bis hinten drin reingerührt hat. Und war eigentlich wirklich nicht mehr schön. Dann von meinem Schwager noch runtergerockt mit nur Gefahren. Ja, und jetzt haben wir erstmal wieder versucht, den Original herzustellen. Unten fehlt noch hinten am Auspuff die Blende, dann ist der da auch wieder zu. Er hat zwei, drei kleine Roststellen, aber für den Wagen total super. Also der TÜV-Prüfer war total begeistert. Ich wollte gerade sagen, diese Autos sind ja dafür bekannt gewesen, dass sie stark rosten. Nicht, gar nicht. Also der hat am Kotflügel vorne in der Kante jetzt was, weil der Jugendliche debörteln musste. Aber ansonsten kein Rost, kein nichts, was für den Wagen typisch ist normalerweise. Getriebe läuft einwandfrei, der Motor zieht gut durch, obwohl ich sagen würde, er fährt souverän. Ja, ich wollte gerade sagen, Mercedes ist das jetzt nicht sportlich, richtig, sondern er fährt einfach gut. Richtig. Der Motor, das ist ja der M111. Genau, mit und 150 PS. Und der ist ja absolut unkaputtbar, würde Raphael sagen. Ja, der zieht auch ohne zu meckern bis 215 durch, also GPS gemessen schon.
Der Tacho zeigt was anderes, der sagt ein bisschen mehr, aber... Fühlt sich auch besser an, wenn mir auf dem Tacho steht. Mit 120 fährt der auch toll. Darf ich fragen, wann du 18 wirst? Am 2.1.2026. Und dann wirst du dieses Auto fahren? Ja. Sehr schön, das finde ich eine tolle Geschichte. Und du hältst ihn so lange noch in Ehren, ne? Bis dahin wird er erstmal noch richtig fertig gemacht. Der bekommt den Rost weg, der bekommt, da sind noch so ein paar kleine Macken im Lack. Da hat eine Dame gedacht, die müsste unbedingt einen Kratzer von vorne nach hinten reinmachen. Der kommt weg und bis dahin ist er dann original und wie neu. Super, und wir gucken jetzt mal, ob schon mal Leistung anliegt. Ich bin mir ziemlich sicher, er wird 150 PS haben. Gut. Coole Geschichte. Finde ich auch geil. Mich interessiert jetzt auch mal, 150 PS Motor wissen wir ja. Was denkst du, meinst du, die haben ihre Leistung? Es gibt eigentlich keinen Grund, warum nicht. Raphael hat ja den Motor sehr hoch gelobt. Also gibt es eigentlich keinen Grund. Der hat ja sehr viel Erfahrung damit. Ich glaube auch, dass es einfach ein Dauerläufermotor ist, ne, würde ich jetzt einfach sagen. Dass der einfach das macht, was er soll. Als erstes sieht man jetzt hier ganz wild dieses Dreieck blinken. Habe ich mich jetzt auch erschrocken? Weil das ESP lässt sich hier nicht abschalten, aber es regelt auch nichts. Und ich bin mir ziemlich sicher, gleich wird irgendwann die ABS-Lampe angehen und dann wird auf einmal der Tacho gehen, weil jetzt aktuell, seht ihr, geht der Tacho nicht. Das haben wir bei dem CLK schon auch gehabt. Guck mal hier, haben wir wieder was bekommen. Oh, da haben wir sogar noch genauere Bezeichnung. 150 PS bei 5400 Umdrehungen, 220 Newtonmeter bei 3,8. Da bin ich mal gespannt. Und M111 heißt die Motorbezeichnung. Oh, das sehe ich jetzt erst gerade. 125.000 gelaufen. Und guck mal, es gibt verschiedene Leute und verschiedene Charaktere. Weil der eine sagt, ich hätte lieber einen umgebauten. Und der andere rüstet den wieder zurück auf Serie. Was wäre dir lieber, Serie oder Tuning hier, optisch? Ja, ich glaube schon ein bisschen Tuning. Ja, die dicken Socken können ruhig wieder drauf. Ne? Da gibt es schön die 2- und 18-Zoll Räder auf dem Auto, sehen echt gut aus. So, vierte Welle ist drin. Wir beginnen bei ungefähr 12, 13 Umdrehungen die Messung und Vollgas. Ist knapp über 6 gedreht, fühlte sich souverän an, so wie es der Besitzer auch sagt. Er hat das einfach sauber gemacht. Jetzt gucken wir, ob der von außen auch so sauber aussieht. Wir haben das höchste Drehmoment bei 4300 Umdrehungen. Wir sollen das höchste Drehmoment haben bei 3,8. Wir haben 221 Newtonmeter. Wir haben 220 angegeben. Wir haben ein bisschen drüber. 162 PS sind wir drüber bei 5,8. 150 bei 5,4. Was hat er denn bei 5,4? 158 PS. Sehr gut laufender Benz. Da wird sich Mercedes, wenn sie 18 ist, bei dem Mercedes freuen. Ja, da wird sich deine Tochter freuen. Oder wirst du dich freuen? Ja, wir freuen uns bestimmt. Also weil 162 PS. Und genaues Drehmoment, wie er haben soll. 222 Newtonmeter knapp. Okay. Also alles tutti perfekt. Wie gesagt, der fährt auch super. Also ich bin total begeistert. Ich bin immer total entschleunigt in dem Auto. Das ist richtig Cruisen, Mercedes-Feeling. So wie früher von der Disco abgeholt werden mit dem Taxi. Ne? Einfach nur. Sehr, sehr gut. Danke dir fürs Kommen und kommt gut auch wieder nach Hause. Gerne. Wir kommen nicht so weit. Wir kommen aus Duisburg. Wir haben uns gedacht, wir machen einen schönen Tag hier. Ich habe eine Kleinigkeit. Ich habe jetzt nicht so was zum Trinken oder so für euch, aber ich habe ein Werkzeug von meinem Papa. Vielleicht. Wir folgen dir einfach. Und zwar hat mein Papa den mal gekauft. Und da haben wir gesagt, boah, der ist so zu teuer und passt da gut drauf auf. Und der hat aber jetzt 30 Jahre bei uns in der Garage gelegen. Das muss einer von den, ich habe gestern noch im Internet geguckt, da muss einer von den ersten Geodore-Drehometern sein. Geodore hat diese Firma Rasol wohl gekauft. Und von der Seriennummer her ist der also auch noch nicht so viele von gewesen. Mega, die werden wir doch in der Werkstatt sogar benutzen, ne? Ich selbst habe bei mir in der Halle auch noch fast denselben. Und ich nutze ihn immer noch. Okay. Für das, was man damit teilweise macht, aber mein Papa muss es nicht 100% sein. Ja, wir haben halt für unsere Werkstatt einen neuen gekauft. Und der lag halt rum und ich fand das total schade. Und mein Vater, der hätte gewollt, dass der hier ist. Also. Sehr gut, der kommt auf jeden Fall ins Museum dann. Ich danke dir fürs Briefing und gute Heimfahrt. Danke euch. Omega A Caravan.
Und ich wusste nicht, welche Motorisierung hier drin ist. Es wurde sich nur angemeldet, das hatte ich ja bereits gesagt. Wenn ihr euch anmeldet, schreibt ruhig in den Bemerkungstext ein bisschen was zu eurem Auto, wenn ihr was zu erzählen habt. Hier wusste ich nur zwei Daten. Opel Omega, Caravan und die Erstzulassung des Autos. Weißt du die Erstzulassung des Autos? Boah, 90. Ja, und dann welcher Tag? 19.03. Korrekt. Deswegen fand ich sie wie witzig. Welcher Motor, wusste ich nicht. Aber wenn ich höre... Da ist auf jeden Fall kein 2 Liter drin, da bin ich mir ziemlich sicher. Was hier verbaut ist, hören wir uns jetzt mal an. Deine Beschreibung war sehr dürftig, da stand nur ja. Omega Caravan, Omega A und Erstzulassung. Magst du sie mal zeigen? Das ist der Beweis. 19.03.1993. Ja. 93 habe ich meine Lehre angefangen. Da weiß ich, da wurde der Omega erste Mal zugelassen. Mir ist gerade schon aufgefallen, das ist aber kein 2 Liter, ne? 2 Liter hat er auch, ja, aber ist noch ein Liter oben drauf. Ich wollte gerade sagen, ist 3 Liter, die waren, glaube ich, sehr, sehr selten, ne? Das ist laut KBA-Laufen von dem am 01.01.22 waren noch 25 zugelassen. Boah, krass, ja, leider sind die Dinge alle dem alle Rost. Weg, alle weg. Alle Rost oder ins Ausland gegangen, weil das ja. War ja auch ein Riesen oder ist ja auch ein Riesen-Kombi, ne? Ja, deswegen haben wir den ja auch. Ist jetzt der dritte, den wir davon haben. Immer als 3 Liter? Nein, von 2 Liter, 2,6 und jetzt sind 3 Liter. Der Unterschied ist schon gewaltig, aber, der, ne? Geht so zum 2,6er. Bei dem weiß ich aber nicht, was er an Leistung hat. Ich habe jetzt Kerzen gewechselt. Neue Kabel, neue Zündspule, alles neu gemacht und die Leistung ging immer hoch. Und jetzt ist noch eine neue Benzinpumpe, neuer Tank drin. Das ist nochmal ein Leistungsschub nach oben gekommen. Und das Komische ist, der hat ein 320er Lenkrad eingetragen. Also ein kleines Lenkrad. Ein kleines Lenkrad eingetragen. Und ich vermute mal, dass der irgendwie im Sporteinsatz so irgendwas mal gemacht worden ist. Also du denkst, dass da irgendwas vielleicht am Motor schon... Irgendwas ist, aber bin mir nicht sicher, ich kann es nicht sagen. Der kommt aus Luxemburg. Ich habe keine Angaben über das Fahrzeug, was damit war oder ist. Was soll der serienmäßige Leistung haben? 107? 200. 200 PS hatten die? 24V. Serie gab es denn als 24V? Ja, 24V, 200 PS. Nochmal kurz zur Erinnerung, Micha, das ist der Motor, der bei uns im Monza drin ist. Okay. Ja, der hat den Monza, aber ist er mit 204 PS eingetragen. Ja, die hatten dann auf dem Prüfstand so um die 200 PS haben die dann auch. Ja. Aber sehen, ansehen tust du dem das gar nicht. Ja. Doch, du siehst es, wenn du es weißt, das Omega und das Opel... steht eine Zeile höher. Die normalen haben das Omega direkt unten auf der Leiste stehen. Das hätte ich auch nicht gewusst. Was mir vom Weiten jetzt auch der Heckklappe auffällt, der hat auch das gute Opel Gold. Ne? Der hat das gute Opel Gold, aber das hat er schon seit ein paar Jahren. Und ich bin am Suchen nach einer neuen Klappe, aber sowas gibt es ja nicht mehr. Aber jetzt hast du mich neugierig gemacht, dass er sich so leistungsstark anfühlt. Denkst du, er hat über 200 PS? Ich habe keine Ahnung. Ich habe den noch nie höher gedreht als 5,5. Habe ich noch nie gebraucht. Ich bin heute Morgen von Mülheim nach Hirn gefahren, im fünften Gang. Und den fünften habe ich runtergeschaltet, im vierten an der Westfalenhalle. Okay, wir werden ihn jetzt auch im vierten Gang messen. Und ich bin mal gespannt, wo die Leistung hingeht. Aber man merkt, dass das auf jeden Fall ein Omega-Liebhaber ist. Ne? Mhm. Aber hier wurde auch schon mit RGB oder LED oder was auch immer. Heute ist Leuchtreguliertag hier, wo verschiedene Farben sind. Guck mal, grün, rot. Also das hätte ich eher blau gemacht, so wie das hier. Das hätte ich rot gemacht. Sitzheizung hätte ich auch rot gemacht. Weil ja. Das heiß, 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 kalt. Und grün ist für Umluft korrekt. Auch Tacho, ich würde sagen, die Tachobeleuchtung, seht ihr, ist sehr, sehr schön kräftig. Normalerweise ist das nicht so. Ich sag, da sind auch LEDs hinter. Wir gehen auf den Drehzahlmesser, Micha. Wir haben vierten Gang schon drin. Mhm. Bist du denn bereit? Jetzt. Vollgas. Boah, guck mal, der stemmt aus dem Drehzahlkeller hinweg. Sollen wir mal gucken, bei 5,5, ob wir da wirklich keine Lust mehr haben. Nee, leider muss ich aber viel höher drehen. Ich musste bis zum Begrenzer drehen. Da wird der Besitzer sich aber wundern. Weil das seht ihr gleich im zweiten Lauf nämlich, was da passiert. Achtet mal genau auf die Radleistungskurve. Schaut hin. Jetzt seht ihr die beiden Messungen. Fragt euch, warum hat der so einen großen Einbruch im mittleren Drehzahlbereich? Also zwischen 4,5 und 5,5 seht ihr einen richtigen Einbruch. Der Motor hat einen Saugrohr, was umschaltet. Über Unterdruck wird das, glaube ich, gemacht. Und in dem Falle sieht man eindeutig, dass das sehr schwergängig ist, vielleicht das Gestänge, und es sehr lange braucht bis zum Umschalten, weil die höchste Leistung von dem Motor, wir haben 197 PS, aber bei knapp vor Abriegeldrehzahl.
und 260 Newtonmeter. Damit gehen wir zum Besitzer. Du hast mich ja drum gebeten, ich soll ab 5,5 so aus dem Gas gehen, weil er dann so schwächer wird, sagst du, ne? Ja. Hast du mal weiter festgehalten? Nee. Ja, das glaube ich, das merkt man nämlich auch, weil dieser Motor schaltet ja die Saugrohrklappe um. Bei 4000 schaltet er um. Ja, in dem Falle macht das schon, doch, du hast recht, bei 4000 ungefähr schaltet das. Und dieser Umwechselfakt, also dieses Umschalten, geht aber so zäh, dass er in dem Moment böse mit der Leistung einknickt, auch mit dem Drehmoment, was du spürst, und dann sagst du, ey komm, ich quäle den nicht weiter, dann lasse ich jetzt auf jeden Fall sein. Aber wenn sie den dann umgeschaltet hat, kommt er auf seine fast 200 PS. Aber das erst bei 6500 Umdrehungen. Das ist schlecht. Ja, ich glaube, wenn du die Klappe, also ich habe das bei unserem Monster auch gehabt, wenn das länger steht oder wenig benutzt wird in dem Fall, wenn du sagst, du fährst bis 5,5, schaltet das halt kaum um. Ein bisschen gangbar machen, die Unterdruckschläuche alle mal prüfen, ob die alle schön dicht sind, erneuern, das Gestänge schön gangbar machen, und ich sag dir, dann ist dieses Umschalten nicht mehr so elendig lang und du spürst das kaum, und dann drehst du ihn auch höher, weil du siehst obenrum, Leistung ist da. Ja. Und 260 Newtonmeter bei 3600 Umdrehungen. Das ist natürlich sehr kraftvoll und deswegen merkst du, auch ich fahre unter. 10 unter Seriendrehmoment? Ja. Kraftstoff, was tankst du da? Super Plus, normal? Super Plus. Okay, dann sollte er das eigentlich erreichen. Aber mach mal das alles schick sauber. Ich sage, dann ist diese Leistung wieder komplett da. Ja, alles klar, super. Ich danke dir fürs Kommen und auch das Zeigen des seltenen Autos. Dankeschön. Bitte. Na, Micha, kennst du die Autos noch? Die 60. Haben wir vorhin noch drüber gesprochen, ne? Letzten Prüfstandstag hatten wir einen 993 und einen 996. Diesmal habe ich einen Calibra und einen Corrado. Wollen ja auch wieder beide Autos haben. Hier sind wir beim Thema Farbe. Was sagst du zu der Farbe auf dem Auto? Ich glaube, das ist so ein Violett, ein dunkles. Mhm. Könnte dieses Dark Burgundy sein. Ich glaube aber, ist es nicht, ne? Ich glaube, das ist eine andere Farbe. Dark Burgundy gab es, glaube ich, nur auf dem Golf. Hier haben wir auch wieder Corrado Serienfelge drauf. Aber ich habe auf jeden Fall gesehen, der ist auf jeden Fall ordentlich tiefer. Jan, wie lässt er sich so anschauen? Weiß, wie geht's? Wir wird es hinkriegen. Also, ich sage, wenn der Jan nicht da ist, Prüfstandstage, ihr kennt das vielleicht von den Samstagen, wenn ich das mit Patrick oder Julian mache, wir legen uns hier die Karten, das dauert fast 2 Stunden anschauen. Der Jan macht das immer in einer Minute. Ja, Corrado G60. Erzähl uns was. Das ist Baujahr 91. Ja. Serienmäßiger Corrado G60, nur tiefer gelegt. Erstmal mein erstes Auto, habe ich vor 2 Jahren von meinem Vater abgekauft. Erstes Auto schon nicht schlecht, ne? Ein G60. Ja, großartig gibt es nichts zu erzählen, ist mein Alltagsauto, sag ich wie es ist, wird auch alltäglich gefahren, war mal ein Stadtauto, wie man sieht, wegen den Kilometerleistungen und den kleinen Dellen überall, aber ansonsten zuverlässig, macht auch so viel Spaß. Gab es für dich die Option zu sagen, nee, ich will ein neueres Auto, ich will ein modernes Auto, oder hast du direkt gesagt, boah geil, nee, ich freue mich auf Ja, aber der stand 9 Monate bei uns vorne im Garten und jeden Tag bin ich da vorbeigelaufen und habe mich einfach gefreut über das Auto, weil es so aussieht und irgendwie so, das ist zu schade, dass er steht, dann kaufe ich einfach meinen Vater ab und habe ich gesagt, anstatt dass er steht, fahre ich ihn lieber. Hat er gesagt, ist gar kein Problem, kannst du haben. Geil, finde ich cool, weil es ist ja nicht selbstverständlich, dass man sich als Fahranfänger, Führerschein, Neuling oder was auch immer direkt mit einem Oldtimer einsteigt. Ne? Und dann, ich sag mal, es ist ja auch nicht gerade der schwächste Motor zu der Zeit gewesen und auch nicht der unanfälligste. Also da gibt es ja auch schon so seine Kinderkrankheiten. Ja, na klar, also Wartung, Pflege, so viel es geht natürlich, vorbeugen, dass der natürlich so lange hält wie möglich. Ist man ja alles zum Glück. Mittlerweile jetzt die ganzen Krankheiten, die das Auto hat und der Motor, können wir ein bisschen vorbeugen zum Glück. Sehr gut. Hat dein Papa den da mal neu gekauft? Nee, hat er nicht. Aber er hat selber gesagt, er hat den gesehen. Das ist ein Traumwagen von ihm gewesen. Hat er gekauft und dann stand er halt. Ja. Habt ihr in eurer Laufzeit schon mal den G-Lader gemacht? Ja. Sehr gut. Das heißt also, er müsste eigentlich seine 160 PS drücken, ne? Laut MFA-Anzeiger, also dem Diagnosesystem dann, wenn du es offen hast, macht er bei 6000 Umdrehungen die 0,7 Bar. Oh, da bin ich mal gespannt. Das heißt also, er hat aber auch wirklich Drehzahlbandende. Ja, ja, genau. Das ist ja G-Lader, steigt ja genau, mit der Motordrehzahl steigt die Laderdrehzahl und somit auch der Druck. Also das heißt, du müsstest 160 PS haben. Und ich glaube 200... 25 Newtonmeter. Drehmoment bei 3000 Drehungen. Sagst du, er hat sie? Ja, ich glaube, der hat ein bisschen weniger, aber... Ich sag dir einen Ticken mehr, wenn du sagst, ihr habt den Lader gemacht. Wir gucken. Ja, überleg mal Alltagsauto. Finde ich cool. Der ist natürlich jetzt komplett Serie. Der Calibra war ja vorhin schon mal das komplette 90er-Jahre-Tuning, aber alles angewandt, was ging. Und hier sind wir ja nur mit einem Fahrwerk tiefer gelegt. Ich glaube, alltäglicher Gebrauch ist der, entspannter zu fahren. Aber hier haben wir ja 2 Konkurrenten, was Motoren betrifft. Wir können uns gerade daran erinnern, 163 PS hat er gemacht und 200 Newtonmeter. Man müsste jetzt mal rauskinden, vielleicht macht der Mike das mal fix. Was hat der Calibra gewogen? Also ganz normaler 2 Liter 16V Calibra, was der wiegt. Und jetzt gucken wir mal, was ein Corrado G60 so wiegt. Weil dann können wir ja mal schauen,
was der leistungstechnisch und gewichtstechnisch, wer damals die Nase vorn hatte. Aber ich glaube, durch seinen G-Lader war der untenrum halt deutlich stärker, der G60. Und deshalb hat er wahrscheinlich die Nase vorn, wenn denn alles okay ist. Also ich gleiche jetzt hier die Drehzahl ab. Mal gucken, ob wir 120 km/h erreichen beim Abgleichen. Weil dann passiert nämlich gleich das, was ihr jetzt zeitgleich von außen sehen könnt. Ihr habt zwei Aufnahmen jetzt und jetzt habt ihr gesehen, Spoiler draußen, weil der geht bei 120 raus. So, vierte Gang drin. Wir gehen bei 1200, 1100 Umdrehungen in Gas und Vollgas. Da sage ich jetzt schon, ist der halt stärker wie der Calibra, weil er hat im ganzen Drehzimmer mehr Drehmoment. Da ist der Drehzahlbegrenzer. Bei 6,250 würde ich sagen, war das. War viel zu gut an. Ah, das Geilste kommt ja gleich, der Spoiler. Guckt euch einfach, genießt jetzt den Außenlauf mit dem Spoiler. Ich finde es geil. Lauf, da sind wir beim Thema Ansaugluft. Na klar, wir haben jetzt auch, guck mal hier unten rechts, 19 Grad hier im Raum. Es wird langsam wärmer, ne? Aber 150 PS, 208 Newtonmeter. Leistungsband sieht eigentlich ganz gut aus, aber es ist nicht die Serienleistung von 150 PS und 225 Newtonmeter. Tja, Leute, wer hat die Nase vorne? Calibra oder der Corrado auf der Straße? Was sagt ihr? Nee, ich hätte eigentlich gedacht, wenn ein Lader überholt ist, dass der vollen Saft hat. Er hat nicht vollen Saft, er hat nur, was heißt nur, 150 PS und ja. 208 Newtonmeter statt 225. Also könnte sein, dass, habt ihr am Zündverteiler mal gedreht? Kann das sein, dass der Zündverteiler vielleicht nicht passt? Nee, aber es wurde halt jetzt neuer Mittelschalter im Wald eingebaut und sowas und ein bisschen da gemacht. Aber ich denke nicht, glaube ich nicht daran liegt. Nee, nee. Ich könnte mir eher vorstellen, dass die Zündverteiler nicht 100% sitzt und dass da vielleicht noch nochmal nacharbeiten. Ein kleines bisschen nacharbeiten muss. Weil ansonsten läuft der gut, zieht sauber hoch. Und ich finde, das beste Gimmick ist immer der Heckspoiler. Ich finde das so geil, wenn der bei 120 hochkommt. Ja. Und ich habe gehört, da kann man irgendwas drauf lesen, wenn der hochgeht. Ja, klar kann man. Müssen wir gleich beim B-Roll mal gucken, dass ich den Heckspoiler mal hochmache. Weiß nicht, ob man das auf der anderen Kamera wahrgenommen hat. Hoffen wir mal. Das ist ein kleiner Gimmick, da freuen sich die Leute immer so. Ich bin gespannt, ich weiß es nämlich auch noch nicht. Viel Spaß noch und komm gut nach Hause. Mann. Das mache ich. So, das letzte Auto für heute, da holen wir mal wieder richtig einen raus, ne? BMW. Was für ein BMW? Fünfer. Was für einer? Siebener? Nein, was für ein Fünfer? Nee, M5. Ja, aber ganz locker abgelesen von der Leiste, ne? Ja, ja, so ist das. Genau, wir haben einen M5 E34. Denk mal an unseren Orangenen. 460.000 gelaufen. Haben wir beim Prüfstand gequält, Hochdrehzahlmotor. Jetzt habe ich gesehen in der Anmeldung, M5 E34 mit 262.000 Kilometer. Da bin ich natürlich auch selber sehr, sehr neugierig. Was gibt der Kollege hier ab an Fofo? Da bin ich gespannt. Ganz andere Farbkombination, außen grün, innen beige. Ich bin mir ganz sicher, das ist komplett neu restauriert gemacht worden, weil, guck mal, wie das sieht aus, ich habe mich gar nicht getraut, hier reinzusetzen. Zum Glück habe ich heute saubere Finger. Ja, das sind übrigens die Originalfelgen, Micha, was sagst du dazu? Da sind unsere schon cooler. Aber es ist ein ganz originaler E34 M5, nicht mal ein Fahrwerk drin. Aber dann ganz ehrlich finde ich es komisch, dass man so eine extreme Innenausstattung reinpackt. Serie? Ist das Serie? Ja, grün-beige, das ist die geilste Farbkombi so gewesen. Ja, ob das so hell war, weiß ich nicht, aber grün-beige ist die beste Farbkombi. Der erste, der gerade angerannt kam, den müssen wir mal irgendwie hier reinschuppen, war der Daniel. Der ist da. Nee. Der ist da förmlich hingestürzt und hat das gesagt, boah, so habe ich du gesehen. Ich finde es cool. Wir gehen mal zum Besitzer, wie lange er den M5 schon hat. Ja, schönes Auto hast du uns da mitgebracht. Danke. BMW M5 E34. Man erkennt es auch gut am Kennzeichen. Ja, man sieht Zufall. Das M5 und dann die 34 für das E34. Ja. Und geadelt im Haar. Ja, genau. Wie lange hast du den schon? 13 Jahre. Der ist komplett Serie, ne? Der ist Serie. Keine Tieferlegungsfedern, nein, kein anderer Auspuff nein. Drunter, kein gar nein. Nichts. Nur der Motor ist überholt worden. Ja. Ich habe Motorschaden gehabt vor 6 Jahren. Was war passiert? Auf der Autobahn bei 240 ging der Motor aus und dann waren mehrere Zylinder durchgebrannt. Und dann halt neue Kolben, neue Ventile. Kriegt man das noch relativ? Für viel Geld. Das hat, der Motoraufbau hat viel Geld gekostet. Ja, viel Geld gekostet. Was hat der vor 13 Jahren gekostet, den E34 M5? Der war am Tiefpunkt. Ja. Also die sind da verramscht worden. Ich habe 4,5 bezahlt. Ja. Die haben wir meistens so 280, 300.000 Kilometer drauf gehabt. Da ist gedriftet worden.
Das war halt damals ein Auto, leicht und Fahrspaß. Auf YouTube hast du Filme gesehen mit so einem Russen oder irgendwo da drüben? Ja, habe ich gesehen, die Videos. Die kenne ich auch. Er ist mit, weiß ich, mit 200 Sachen im Querdrift durch die Stadt gefahren. Und dann sind die halt gekauft und verheizt worden. Tja, und heute, wenn du guckst, M5 E34 geht das, glaube ich, also das letzte Mal, wo ich geguckt habe, gab es nichts unter 20. Und das war auch nur nicht gut. Also ja, die ja. für 20 waren nicht gut. Im guten Zustand werden die angeboten, so 35, 40. Frag ich dich, du hast ein Auto lang. Unseren M5 hast du schon gesehen, jetzt ja. die Videoreihe vielleicht dazu. Ja. Der hat 460.000 gelaufen. Der Vorbesitzer war richtig stolz drauf, dass der so viel gelaufen hat, weil er sagt, der erste Motor noch. Nichts kaputt, bei 400 hat er eine neue Kupplung gekriegt. Wo siehst du sowas? Realistischen Preis. Du musst jemanden finden, dem die Farbe gefällt. Richtig. Und der keine Angst hat für 400.000 Kilometer. Ja, das ja. stimmt. Aber ja. meinst du, so ein Auto ist nur 15.000 Euro wert? Nee, ne? Nein. Ist mehr wert, ne? Sehe ich nämlich auch so. Weil er schön, die Farbe ist nicht original, aber schön. Es ist halt typisch 90er-Jahres-Style umgebaut, so ein Auto. Wie du es gesagt hast, die ja. Autos wurden früher zum Driften benutzt, ja, wie ja. wir ihn selber ja leider auch benutzt haben. Ich ja, muss ja. mich wieder an das Video erinnern. Weißt du, was günstige Reifen auch für einen Vorteil haben? Deshalb finde ich es geil, so ein seltenes Auto im Originalzustand zu sehen. Der Micha hat sich gerade gefragt, der war in beige Leder immer wahrscheinlich schon, ne? Das Leder war immer so in der Art, nur Fahrer- und Beifahrersitz konntest du nicht mehr in guten Zustand bringen. Da waren Risse drin, der war wie lackiert, also die Sitze waren wie lackiert. Und dann habe ich einen Sattel in Deutschland mir gesucht und der hat gesagt, er kann jetzt den vorderen Sitz wechseln und hinten, das war ja. hinten mal wie neu, die Farbe kriegt er nicht hin. Also ist komplett vor 3 Jahren das Leder neu gemacht. Es ist ein Ticken heller, ne? Nein, das war sowas vorher auch. Also Champagner. Also so hell war es, Micha. Das war Serienausstattung, so wurde das auch. Die gab es auch in Gelb. In so Eierschalengelb war das, glaube ich, ne? Aber beim M weiß ich es nicht. Ich habe den noch nie irgendwo im Internet in dieser Farbe mit Smaragdgrün und auch mit diesem Leder gesehen. Ich habe gesucht, ob ich gebrauchte Sitze finde, weil die Auflederung hat auch viel Geld gekostet. Ihr hört gerade, Motor unbezahlbar, Innenausstattung ja, ja. neu beledern, unbezahlbar. Also das muss man schon wollen. Es gibt ja auch nicht mehr viele. Ich habe jetzt mal geschaut, aktuell sind 160 Stück zugelassen. Geil. Und wir haben einen davon. Der ist aber nicht zugelassen. Also gibt es noch 161. Wahrscheinlich. Sehr geil. 315 PS, 3,6 Liter. Richtig. Was denkst du, hat er seine Leistung? Ich denke, jetzt seine 300 PS wird er haben. Natürlich freut man sich, wenn die 350 da sind. Geil. Und jetzt wird sich herausstellen, ob unser mit 460.000 Kilometer erste Motor, 300 PS und hier haben wir Motor mit 25.000 laufen. Wo da die Differenzen sind. Ich hoffe, wir finden Prüfstandsdiagramm von unserem M5 noch. Ich danke dir erstmal alles und wir klar. messen jetzt. Ich wollte schon okay. Tschüss sagen. Klar, wollte M5 hier lassen. In die Ledersitze traut man sich kaum reinzusetzen. Ich wollte auch gerade sagen. Aber ich sagte so, es ist, ich finde von der Farbkombination her, auch wenn das Geschmackssache ist, unseren mit dem orange und schwarzen Leder cooler. Das ist so eine typische 90er Jahre Tuning und das ist hier halt serienmäßiger. Wenn du dich entscheiden müsstest, welche würdest du nehmen? Ah, dann definitiv unsere. Weil die Innenausstattung ist, muss ich ehrlich sagen, nicht meins hier. War aber, wie gesagt, so bestellbar. Aber es muss man halt, wie du schon sagst, man muss das wollen. Bin mal gespannt, ob der mehr oder weniger Leistung oder vielleicht sogar gleich hat. Du wirst merken, wir müssen ihn gleich drehen. Und ich sagte, unser hat, glaube ich, beim Drehzahlbegrenzer die höchste Leistung gehabt. So, wir gehen natürlich auch wieder bei sehr niedriger Drehzahl ins Vollgas. Bist du bereit? Ja. Aber trotzdem sehr stark. Boah, der macht das genau wie unser. Genau wie unser. Ich sehe an der Radleistung, genau so wie unser macht er das. Der hat richtig Bock. Ich glaube, der ist stärker. Meinst du? Ich würde mir wünschen für den Besitzer, dass der mindestens 330 PS hier reinhämmert. Das hat man auch beim Sprechen schon gehört. Hier steckt sehr viel Herzblut drin. Er hat gesagt, das hat alles ein Heidengeld gekostet. Der Motor, da kriegt man ein Auto für. Die Innenausstattung, sage ich euch, das Neuzmann bekommt man auch ein Auto für. Und wenn du sowas machst, bedeutet das, du liebst dein Auto. Wenn du es 13 Jahre besitzt, ja, dann ist dir das egal, was das kostet. Du willst es einfach erhalten. Das ist geil. Jetzt genießt ihr den Sound von außen von einer M5 E34. Genauso wie bei unserem am Drehzahlbegrenzer oder kurz vor dem Drehzahlbegrenzer höchste Leistung. Aber beide Läufe seht ihr, 300 und 302 PS. Ich glaube, es ist genau wie bei unserem. Also, egal ob 460.000 gelaufen oder 25.000 gelaufen, ein komplett neuer gemachter Motor, die laufen alle gleich. Ich habe es mir so sehr gewünscht, dass wir 330 PS irgendwie hinkriegen, weil du so viel Herzblut und Liebe und Geld in das Auto gesteckt hast, ja. neuer Motor. Aber
Ich muss dich leider enttäuschen, er hat genauso viel Leistung wie unser, 302 PS. Siehst du mal, BMW-Qualität. Ja, wollte ich gerade sagen, nach 460.000 habe ich gerade auch gesagt, immer noch volle Leistung da. 341 Newtonmeter und am Drehzahlbegrenzer knapp diese 302 PS. Und er hat aber auch bis zur Höchstdrehzahl einfach Bock, ne? Ja. Also du spürst das, selbst bei der Radleistung merkst du kommst nicht mal auf die Idee, den Fuß vom Gas zu nehmen, weil du sagst, okay, der will bis zum Begrenzer festhalten. Auch bei 230, da drückt sich immer noch hinten rein. Nur bei 250 ist aus. Aber auch wieder ein sehr interessanter Vergleich gewesen zu unserem M5. Hat mich auch sehr brennend interessiert und sind wir beide zufrieden. Wollte ich gerade sagen, du bist zufrieden, dass du, ich sag ja, und du hältst ihn ja wirklich in Ehren. Ne? Für das, was du da reingesteckt hast, hättest du wahrscheinlich schon ein schönes anderes Auto kaufen können. Ne? Ja, aber das ist mein Baby. Habe ich im Auto schon gesagt. Weil man merkt das einfach, dass man sagt, okay, ich will den erhalten, ist mir egal und ich will das weiterhalten. Bleibt in der Familie. Und er wird auch nicht verkauft, ne? Nein. Also gibt es auch nicht demnächst bei kleinen Zeiten zu finden. Nein, keine Chance. Ich danke dir fürs Kommen. Ich hoffe, du kommst gut nach Hause und halte dich weiterhin ernst. Alles klar, danke. Ciao. Was ein geiler Prüfstandstag. Ich sage euch, die Abwechslung und die Auswahl der Autos gefällt mir immer besser und ich hoffe, das bleibt so. Aber ihr seht das am nächsten Wochenende. Bis dahin, ciao.